Ein herzerfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Hausflipper 2. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir machen mal das Licht an, denn es ist dunkel geworden mittlerweile hier in diesem Gemäuer, in diesem Haus. Aber ich möchte sagen, danke auf jeden Fall für die ganzen Likes unter dem letzten Video. Vielleicht schaffen wir dieses Video tatsächlich ein paar mehr als unter dem letzten. Das wäre ja schon mal eine coole Sache. Ja, und dann dürft ihr auch gerne kommentieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Darf man, kann ja sogar seine Beine sehen. Das gibt es ja meistens in Ego-Shootern, sag ich mal, wie Hausflipper einer ist, eher nicht. Aber in diesem Fall gibt es halt die Möglichkeit, seine Füße zu sehen. Ist ja auch schon mal ganz was. Das sieht so ein bisschen aus, als wenn das meine Hacken, die vorne sind. Naja, ist egal. Nee, da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte nämlich hier hin, denn wir können uns neue Häuser kaufen. Also erstmal gibt es die Möglichkeit, hier natürlich noch diese Easy-Peasy-Aufträge anzunehmen. Wollen wir natürlich nicht. Wir wollen natürlich jetzt mal gucken, dass wir uns auch mal ein Haus kaufen, dass wir uns das auch mal... Überall will ich das gerne machen. Okay. Wir wollen uns ein Haus kaufen und zwar habe ich mir gedacht, wir kaufen uns das Lavendelhaus. Wir haben ein bisschen Geld. Über der Garage wäre auch nice. Oder der blaue Bungalow. Nee, wir nehmen das Lavendelhaus, denn es ist sehr dreckig. Ich glaube, es ist tatsächlich auch ein Haus, in dem wir schon mal waren. Aber ihr seht... Da gibt es einiges, was man machen muss. Wir kaufen den Bums und fahren da gleich mal rüber zum Haus gehen. Wir wollen das Büro nicht hierhin verlegen, sondern wir wollen nur zum Haus gehen. Das ist nämlich die Vorstadt. Ein reizendes Vorstadthaus mit einem Schlafzimmer, offenem Wohnzimmer und funktionsfähigen Badezimmer und Küche. Es ist teilweise renoviert, enthält einige übergebliebene Materialien und Möbel aus zweiter Hand, die wiederverwendet oder verkauft werden können. Könnte eine Reinigung benötigen. Da gehen wir jetzt mal hin. Denn das ist ja auch eine Möglichkeit hier bei Hausflipper, dass man sich hier erschaffe deine eigenen Regeln. Häuser gewinnbringend zu renovieren und weiter zu verkaufen ist nicht leicht. Du musst das Haus putzen, renovieren und möblieren. Und all das ohne Questliste. Bist du bereit zum Verkauf? Im Tab Auktionshaus findest du potenzielle Käufer. Das ist auf jeden Fall so ein bisschen die Idee. Das heißt, das hier ist unser ganz eigenes Haus. Wir dürfen hier machen, was wir wollen. For sale ist es auf jeden Fall nicht mehr, denn ich habe es ja gekauft. Und dann werden wir jetzt mal gucken, was es so für Möglichkeiten gibt. Man kann alles verkaufen. Das ist wie in dem anderen auch. Und wir bekommen tatsächlich ein bisschen mehr Geld, wenn wir Sachen verkaufen. Das ist alles Müll hier, glaube ich. Leider. Aber wir gehen einfach mal durch und gucken, was wir hier so verkaufen können. Da ist schon ein bisschen Schrott dabei. Weil das hat natürlich so ein bisschen Nostalgie, wenn wir das Rad lassen würden, ne? Der Rest, der kann eigentlich gut weg. Oh, Achievement gekriegt. Aber das Rad würde ich tatsächlich lassen. Das finde ich ganz nice. Wir legen das Rad mal erstmal nicht hier vorne zum Müll, sondern wir legen das erstmal. Kann ich mich daran erinnern, wenn das hier liegt? Wahrscheinlich. Nicht. So, wir gehen erstmal ums Haus rum und holen den ganzen Müll ab, weil es ist etliches an Müll angefallen hier, sag ich mal. Wobei, können wir die aufmachen? Nee, das ist einfach Müll. Weg damit. Dann können wir die Boxen verkaufen. Alles, was ein bisschen Geld bringt, ist auf jeden Fall interessant für uns. Denn, das muss man einfach sagen, wir brauchen das Geld. Wir waren jung und brauchten das Geld. So, machen wir mal den Müll einmal auf und ballern hier den Kram rein. Das gibt ja einiges an Müll. Noch einiges noch an Sachen, die man verkaufen kann und hinstellen muss. Machen wir mal die Tonne zu. So. So, dann gehen wir doch mal... Ich wollte gerade reingehen, aber es sieht danach aus, als könnten wir nicht direkt reingehen. Aber es sieht danach aus, als könnten wir... Ja. Naja, das sieht aus wie ein Haus, wo wir schon mal waren. Das muss alles, das muss komplett entkernt werden. Also die Küche muss auf jeden Fall, die braucht auf jeden Fall ein Update. Sag ich, wie es ist. Und dann gibt's hier hinten, die Tür geht gar nicht richtig auf, so dreckig ist das hier drin. Aber die Wand ist schon grün gestrichen. Da kann man auf jeden Fall was mitmachen. Hier so eine Abstellkammer, das ist das Bad. Ja, da muss man ja nicht viel machen. Das kann man ja. Ich will eigentlich nicht wissen, was das hier ist. Gab es nicht auch noch ein Schlafzimmer? Oder ist das hier das Schlafzimmer?
Okay, ich glaube, es ist das Schlafzimmer. Ich glaube, wir müssen hier hammerhart aufräumen. Sorry to say. Wir machen mal hier erstmal die Küche. Die ganzen kleinen Nippes-Sachen müssen alle weg. Und dann, es muss alles erstmal verkauft werden. Das kann ich mir nicht angucken hier. Das wird komplett entkernt, Leute. Komplett. So wie es ist. Da wird nichts gelassen. Also in der Küche. Und da reißen wir den Boden raus, wir machen die Wände kaputt. Heizung kommt weg. Denn, und das muss ich vielleicht an der Seite auch nochmal zeigen, ich kann jetzt übrigens auch bauen und Wände einreißen. Das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu wissen. So, dann der ganze Müll hier weg. Ach du Heiliger, was? Wie sieht das denn hier drin auch aus? Warte mal. Es wird erstmal alles verkauft. Auch hier eine Latsche noch und das und das und das und das. Heizung weg. Es muss alles verkauft werden, Leute. Es tut mir wirklich leid. Ich bin wirklich gespannt, wie das dann am Ende aussieht. Heizung müssen wir auf jeden Fall auch nochmal anbauen. Ist das eine Lampe noch? Auch Müll, ne? Alles Müll. Okay. Ein Müllsack im Haus schon fertig. Aber wir kriegen einiges an Geld auch für den Müll. Das muss man vielleicht auch nochmal sagen. Es nützt nichts, dass wir alle Räume auf einmal machen. Wir müssen uns für einen Raum hier entscheiden, wo wir erstmal den Müll rausholen. Aber das ging ganz gut. Die Küche haben wir auch ready. Das ist schon mal nicht schlecht. Auch wenn das erstmal aufgeräumt ist. Ich glaube, da kann man einiges machen. Wer hat das hier alles? Wer macht sowas? Was steht hier drin? Kann ich hier was aufschreiben? Kann ich meine Rechnung schreiben hier? Ah, ne, ich verkaufe das Haus ja später. Lampe weg. Geht die Tür jetzt richtig auf? Ja, das ist doch schön. Die Säcke weg hier. Das ganze Regal muss weg. Es muss alles raus. Was ist das? Oh, das ist der Schaltkasten. Den wollen wir eher nicht verkaufen. Die sind eigentlich noch ganz okay. Das ist tatsächlich eigentlich ganz okay. Das ist fast so das Normalste hier, der Waschmaschinenraum. Ach du Heilige. Oh, das sind aber auch alle Oma-Fliesen hier, ne? Der Boiler raus. Die Wanne raus. Okay. Ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Das wird alles. Das kloppen wir alles weg hier. Das ganze Bad, das wird komplett neu gemacht. Ja, 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 ja. Da geht das. Kann ich so nicht lassen. Das wird komplett neu gemacht. Sag ich, wie es ist. Jetzt erstmal den Müll rausbringen. Zack. Ist das auch Müll oder können wir das alles verkaufen hier? Dann, wo war? Hier war das Bad. Ach hier, der muss auch noch weg. Das wird alles. So, wir haben jetzt direkt schon mal einen Vorteil gekriegt wieder. Für Müll aufsammeln. Kriegen wir noch mehr Geld. Eieiei. So, für 97.000 kann ich das Haus doch gut einrichten, oder nicht? Oder? Ach du Scheiße. Das sieht aus, ey. Lampen habe ich gar nicht drauf geachtet. Ob wir hier Lampen in den Geräumen haben. Ja. Ja, ja. Ja, ja. So, das heißt, wir haben das schon mal gemacht. Jetzt muss das sauber gemacht werden. Grundreinigung ist wichtig. Wir fangen in der Küche wieder an. Ist so der erste Bereich, durch den wir durchstiefeln sozusagen. Da können wir noch die Lampe verkaufen. Denn Lampen würde ich gerne verkaufen. Nee, nicht Staubsauger, der hier. Sonst sieht das eigentlich. Ja. Boah, okay. Ich wollte gerade sagen, sonst sieht das gar nicht so schlecht aus, aber. Jetzt geht's eigentlich, ne? Okay, hier drin ging nicht. Jetzt geht hier drin einigermaßen tatsächlich. Okay, Küche ist sauber. Gehen wir mal hier hin. Die haben hier scheinbar die Wände gestrichen und alles nicht so hundertprozentig sauber gemacht.
Und dann gibt es hier diese Schimmelsachen, die müssen auch weg. Da, wo die Bilder hingen. Weiß nicht, Decke haben wir einfach mal abgewischt. Sehr gut. Ja, wir haben ja jetzt mittlerweile viele Videos gehabt, wo wir sauber gemacht haben. Also ihr kennt das Prozedere tatsächlich. Aber so dreckig war es bis jetzt ja. Ja, wobei wir haben schon andere Häuser gehabt, ne? Aber hier hat auch irgendjemand mit Farbe gespielt. Ich glaube, da machen wir auch einen Zweiteiler draus, dass wir das Haus hier gut machen. Wir machen einmal hier das Saubermach-Ding und vielleicht so die gröbsten Sachen und dann machen wir ein Einrichtungsvideo. Vielleicht. Je nachdem, wie lange der Kram hier dauert. Die Farbe habe ich da gelassen, weil ich möchte das gerne einmal gucken. Passt hier drin? Ja, draußen müssen wir natürlich auch nochmal beigehen. Draußen ist auch nochmal so eine ganz eigene Welt, ne? Ja, hier drin ist gut. Ja, hier natürlich nicht. Also das Bad ist ja... Das Bad ist das Schlimmste. Aber wir haben 9 Putzvorteil. Das Reinigungsmittel deckt bei einmaligem Anwenden eine größere Fläche ab. Ja, Herrgott, wer will das nicht, ne? Finde ich gut. Es geht halt schneller mit dem Reinigungszeug, ne? Wollte gerade sagen, grundsätzlich ist hier drin jetzt ja sauber, ne? Naja, also in der Hütte ist gut. Hier draußen natürlich nicht, ne? Aber jetzt... eine neue Fähigkeit, und zwar Flipper-Fähigkeit. Du kannst sprinten, selbst wenn du etwas in der Hand trägst. Passt aber auf, wo du hintrittst. Ja, geil. Ah, okay. Das Haus muss von außen auch noch sauber gemacht werden. Das wusste ich nicht. Hier draußen natürlich auch nochmal. Aber wenn es sauber gemacht ist, kann man das Haus ja eigentlich so auch schon verkaufen. Aber man muss das scheinbar alles einrichten hier. In diesem Bereich der Welt. Ah ja, okay. Müssen wir natürlich beigehen hier. Nice. Alles sauber. Sehr, sehr gut. Da bin ich froh. Dann gehen wir einfach mal rein. Ich habe nämlich... Ah, hier gibt es noch was. Weil ich habe nämlich die Idee... Ich habe eine Idee. Und zwar werde ich diese Wand einreißen jetzt. Und hear me out. Wir sind noch nicht so weit. Ich kann tatsächlich, wenn ich lange gedrückt halte, kann ich viel einreißen. Und da sehe ich mich jetzt. Ihr seht, wie das funktioniert. Ich würde halt gerne... Zwei würde ich gerne stehen lassen. Als kleines Wandding. Ich wollte gerade sagen, den als Balken, aber das ist ja eigentlich prinzipiell egal. So. Boah, wollen wir zwei als Balken? Vielleicht, wir machen mal nur einen. Wir können es ja, zur Not können wir es ja immer wieder zurückmauern. Das ist ja das Schöne. Aber ich würde halt gerne, weil das halt alles sehr gedrungen war, so wird es dann tatsächlich ein bisschen größer. Und dann gäbe es ja auch noch die Möglichkeit, wenn wir hier den Türrahmen wegmachen. Warte mal, laden. Türen. Ich würde gerne einen Türrahmen, einen relativ breiten Türrahmen nehmen. Den man gut hier hin machen kann. Geht gar nicht. Ich würde es halt gerne ein bisschen breiter haben, die ganze Geschichte.
Es soll ein bisschen luftiger werden. Könnt ihr euch damit identifizieren, wenn das jetzt ein bisschen luftiger geworden wäre? Also hier jetzt der Türrahmen rein. So. Das ist natürlich für die Küche an sich nicht so super nice. Aber es macht das Ganze halt ein bisschen offener. Verstehst du? Verstehst du, wie ich das meine? Es wird halt alles ein bisschen offener. Und dann hier draußen auch die Möglichkeit, dass das ein bisschen offener ist. Die Fenster würde ich tatsächlich fast lassen. Ich glaube, mit der Struktur bin ich gar nicht so unzufrieden jetzt. Und dann hier das Schlafzimmer halt. Und dann hier das Bad und so. Wir fangen mal in der Küche an. Weil ich würde, glaube ich, gerne... Ich weiß gerade gar nicht, wenn ich das jetzt kaputt mache, ob der... Ja. Ja, das war eh blöd. Das ist eher blöd, was ich gemacht habe. So ist besser. Okay, ich glaube, wir müssen mal ein bisschen was fließen. Und zwar holen wir uns jetzt erstmal eine Oberfläche. Architekturelemente. Oberflächen, ne? Genau. Fliesen wären nicht schlecht, aber gibt es auch Steinboden, Paneele, Farbe? Nee, Fliesen. Fliesen ist gut. Und dann... Oh, gestreifte Marmorfliesen sind da auch der Hit, ne? Ich nehme mal das dunkle Marmor hier. Das ist super. Ja. Das wird klasse. Da sehe ich mich. Und dann hier die schönen Fliesen hin. Ja. Das wird ein hochmodernes Haus hier. Da könnt ihr euch jetzt schon drauf freuen, dass das nicht schlecht wird. So mit Marmor und so, und dann kommst du hier rein und dann sagst du, boah. Boah, ist das nice, sagst du dann. Das sieht jetzt schon deutlich besser aus als vorher. Keramikfliesen. Die Frage ist natürlich, weißer Marmor oder hier diese weißen, naja, das ist mir so Bad, ne? Wir haben jetzt den hier. Ich meine, du kannst natürlich auch weiße Grundfarbe nehmen. Und dann streichst du den Dings natürlich. Ich habe übrigens auch hier den größeren Streicher. Wollte ich mal gesagt haben, an der Stelle. Wenn du jetzt hier die Wand dann streichst, sag ich jetzt mal, ne? Wenn du die Wand jetzt weiß machst und dann machst du dann da, wo dann die Spüle hinkommt und so, da machst du dann eine kleine Ecke Fliesen hin. Ich glaube, damit fährst du ganz gut. So. Müssen natürlich jetzt erstmal wieder Farbe hinmachen. Aber wenn die Farbe da ist, kannst du hier gut drüber streichen. Gerade auch mit dem großen Streicher geht das deutlich angenehmer. Also ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr das Spiel auch habt, spielt die Kampagne erst. Es hilft mit den Sachen, die man kriegt. Die man sich dann freischaltet. Ein bisschen schief. Und man wird besser mit den Controls und so. Und es ist ja nicht sicher, dass wir das Haus jetzt fertig kriegen. Aber es ist zumindest schon mal ein Anfang, ne? Ich weiß gar nicht, ob das hier schon weiß ist. Wir streichen es trotzdem nochmal drüber. Es könnte ja auch ein anderes Weiß sein. Und so sind wir uns auf jeden Fall sicher, dass das alles weiß ist. Vielleicht, wenn ich da hinkomme. Ja. Auch hier unten nochmal weiß. So.
Easy Game. Easy Life. Machen wir das Ding wieder größer. Und ziehen das komplett groß. So. Wenn wir das haben, sind wir da auch aus dem Gröbsten raus. So. Bisschen streichy. Verbraucht man auch fast einen ganzen Eimer Farbe für, ne? Für den Bums. Na? Ja, ein bisschen ärgerlich immer. So. Na, komm hier runter auch. Nice. So, Türrahmen passt ja eigentlich auch. Ja, so grundsätzlich bin ich zufrieden damit. Sag ich, wie es ist. Ich weiß nicht, ob wir hier jetzt nochmal sauber machen müssen. Nö. Das ist schon mal nicht schlecht. Das ist schon mal nicht schlecht. Das ist so die Grundeigenschaft hier in der gesamten Ecke. Legen wir die Fliesen nochmal hier hin. Die haben wir ja noch. Weil ich würde hier gerne so einen Spritzschutz machen, wenn wir dann hier ein bisschen die Küche eingerichtet haben. Das ist schon mal nicht schlecht. Denke ich. Das könnte so einiges hier. Mit den Fliesen und so. Würde ich, glaube ich, ganz gut finden. Gibt es hier auch Deckenleuchten? Können wir Beleuchtung auswählen? Beleuchtung. Deckenlampen. Die ist natürlich nicht schlecht. Ist aber auch eher so heimelig, ne? Für 800. Oder wir nehmen die hier für... Kostet die wirklich 1000? Nehmen wir die natürlich für 800. Hier können wir das Material noch ändern. Die würde besser passen. Ist das mittig? Das ist schon relativ mittig, ne? Ein Stück noch so. Ah. Okay. Müssen wir natürlich nochmal verkabeln an der Stelle. Sehr gut. Ja, die gibt auf jeden Fall genug Licht. Genug Küchenlicht. So viel kann ich schon mal an der Stelle sagen. Hier geht gar nichts. Müssen wir auch nochmal. Müssen wir nochmal lang streichen. Aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir insgesamt. Wir müssen das. Die Wandpaneele müssen auch nochmal geändert werden und so. Ja. Da sehe ich auf jeden Fall ein bisschen Verbesserungspotenzial dabei. Warte mal, wir können ja auch, wenn wir die Küche komplett eingerichtet haben, sind wir, glaube ich, auch ganz gut dabei. Und zwar sind wir jetzt, können wir das nach Räumen machen? Betten, Schränke, Dekoration, Elektronik, Haushaltsgeräte. Haushaltsgeräte. Waschmaschine haben wir, Backofen oder so ein Backofen. Geschirrspüler. Ist halt die Frage, was für ein Stil du gehen willst, ne? Der hier wäre nice, kostet aber auch 2000. Der kostet 1500. Da bist du eher so der Standardstil. Das geht gar nicht. Für 800 kriegt man Michael. Ja, Michael würde ich sehen. Michael würde ich sehen. In schwarz. Oder hier mit Marmorplatte. Mit dunkler Marmorplatte. Der Michael. Ja, warum nicht, ne? Stellen wir den mal hin. Brauchen wir natürlich auch den Geschirrspüler von Michael. Mit schwarzer Marmorplatte. Da führt kein Weg dran vorbei. Vielleicht hätten wir die Tür ein Stück weiter rübersetzen müssen. Ja, ich glaube, schlecht wäre das nicht. Ja. Ja. Ich glaube, wir müssen da... Ach, das ist blöd, weil wir haben die Wände jetzt ja eingerichtet schon hier. Wenn wir das jetzt aufkloppen, müssen wir da nochmal lang streichen. Aber weiß müssen wir eh nochmal kaufen. Komm, machen wir. Es führt ja kein Weg dran vorbei. Ich muss es ja machen. Aber jetzt reise ich zwei ein. Ich würde halt ganz gerne nur einen machen. Kann ich den Türrahmen nicht hier irgendwo hinstellen? So erstmal übergangsweise da. Jetzt geht auch einer.
Jetzt fällt halt gleich das Ding runter, ja. So. Ja, der ist halt abgefallen. So. Und dann hier so hin. Hat sich da jetzt selber eine Wand gebaut? Weil mir soll's passen. Strange. Verkabelung steht auch immer noch. Okay, also das war Michael. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Können wir dann hier auch noch mal einen Schrank machen von Michael? Warte mal, kann ich alles für Michael machen? Gibt es überhaupt Sachen für Michael? Die Dunstabzugshaube von Michael gibt's. Ja, die brauchen wir natürlich auch. Die muss natürlich hier drüber. Gibt sich ja von selbst. Wie wir das machen wollen? Keine Ahnung. Ein Kühlschrank. Den hier würde ich mehr fühlen. Ja, ich hab schon fast geahnt, dass es nicht genug Platz ist für einen Kühlschrank. Und den vors Fenster stellen, das könnte ein Problem werden. Okay. Also Michael hier rüber. Keine Ahnung. Machen wir da mal dahin. Und dann den Kühlschrank. Liebe Freunde. Das könnte ein Problem werden. Wobei wir hier die So, warte mal. Haben die hier ein Ceranfeld gehabt? Induktionsfeld. Ja, das hier, ne? Muss ja schon ein großes Induktionsfeld sein. Das muss es ja schon gerne sein, großes Induktionsfeld. Weil dann kann ich nämlich auch übrigens nochmal hingehen und einmal hier lang fließen. So. Na, was denkst du darüber? Fühlst du das? Ich weiß nicht, ob ich das fühle. Wir machen es jetzt einfach erstmal. Aber was wir haben, haben wir. Ja. Ja, es ist okay. Ist okay. Es könnte besser sein. Oh, es ist aber auch ein geiler Kühlschrank. Ne? Das geht natürlich hier nicht wegen diesem blöden Fenster. Ja, das Fenster ist ein Problem. Aber ich meine, brauchen wir das Fenster hier? Können wir nicht zumachen? Das ist jetzt meine Frage. Können wir zumachen? Wäre das Haus immer noch gut, wenn wir zugemacht haben? Wenn wir hier ein paar Fliesen an die Wand hängen. Geht das? Und da brauche ich natürlich auch an der Stelle nochmal die weiße Farbe. Die brauchen wir eh, können wir genauso gut hier stehen lassen. So. Na? Was sagt man dazu? Sag mal nicht so viel zu. Dann kommt der Kühlschrank halt auch so mittig hin. Dann müssen wir da natürlich nochmal Fliesen dran machen, sehe ich gerade. Ah, natürlich ein Problem. So. Und dann brauchen wir natürlich noch eine Oberfläche. Das darf auch nicht fehlen. Standschrank. Ja, da eine gute Theke finden irgendwie, ne? Die auch passt vom Stil her.
Also die auf jeden Fall nicht. Das hier halt höchstens. Oder was? Standschränke, Hängeschränke, funktionelle Schränke. Aber das sind ja halt die beiden, die wir haben, ne? Ne, warte mal. Das sind die hier, die wir haben. Ne. Hä? Wo sind jetzt denn Michael? Man weiß es nicht. Aber die Frage ist ja eh... funktionelle Schränke. Aufbewahrung. Ne, das sind alles Kommoden. Kleiderschränke. Meh, 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 meh. Das andere ist schon richtig hier, bei den Schränken. Weil das sind ja die Dinger hier. Mit Backofen und so ein Kram. Da muss man sich nur entscheiden, was für einen man nimmt. Können wir den wenigstens... Ja, das ist doch der hier. Es ist doch der normale Schrank. Ist halt ein bisschen ätzend, weil ich glaube, ich muss die anderen Sachen einmal umfärben noch. Sodass das halt besser passt. Ich habe, glaube ich, so das Gefühl, dass das halt ein Problem ist. Gibt es hier auch so einen Eckschrank? Hier ist er. Stil ändern. Ah, okay. Arbeitsplatte. 1, 2. Meh. Griffe. Ach du Heilige, es gibt noch andere Griffe. Oberseite, ja. Ah ja, guck mal hier. Grauer Granit. Hm. Ist es schwarzer Marmor? Ja, es ist schwarzer Marmor, okay. Wir platzieren das Ding jetzt erstmal hier. Dann wirst du verkauft. Dann nehmen wir dich hier in die Ecke rein. Ganz genau, das passt. Hier können wir den Kühlschrank dichter ranstellen, glaube ich. Kriegen wir die Tür noch auf? Ah, es ist ja... Das ist ja wunderbar! Das ist ja wunderbar, so. Weil dann ist die Frage noch... Duck, 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 duck. Schränke. Das war der normale Schrank, hieß der, ne? Genau, hier ist der. Kann ich nicht den... Ich konnte eben den Stil ändern. Ah, hier. Weil die Oberseite, das sollte nämlich der schwarze Marmor sein. Von den Griffen bin ich mir jetzt unsicher, was für welche ich gewählt habe. Ist auch egal. Es sieht alles gleich aus. So. Weil der passt da jetzt noch nicht hin. Das heißt, wir müssen so ein bisschen umdisponieren. Dann kommt der jetzt erstmal hier hin. Weil den werde ich da auch nicht hin machen können, wegen dem Fenster. Aber einer müsste auch reichen. Und dann machen wir da noch irgendwie Hängeschränke hin. Aber es gibt ja auch den Schrank in dünner. Habe ich gesehen. Es müsste der hier sein, ne? Genau. Stil ändern. Oberseite schwarzer Marmor. Und der müsste da auf jeden Fall hinpassen, ganz genau. Das ist ein bisschen verschwendet jetzt. Dann lieber den rein. Das Ding. Weil da werde ich ja keine zwei von nebeneinander stellen können. Vor allem, und das ist das fast noch schlimmer, fehlt uns auch immer noch hier so ein Geschirrspülding, hätte ich mal gesagt. Das Fenster sitzt ein bisschen tief, sag ich, wie es ist. Es wäre halt nicer, wenn das ein bisschen
ein bisschen weiter oben wäre. So dass wir unten auch noch mal Schränke hinmachen könnten. Weil so grundsätzlich bin ich gar nicht so unzufrieden mit der Küche. Uns fehlt halt nur ein bisschen was. An Platz. Und uns fehlt dann noch eine Spüle. Ein Waschbecken heißt das. Ich kann jetzt hier nicht einfach so random Waschbecken an die Wand hängen. Aber das ist halt was noch fehlt. Ein Waschbecken. Gibt es auch integrierte Waschbecken, die man so... Hängendes Waschbecken. Nee. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was für Waschbecken die mir in den Badezimmerarmaturen, Haushaltsgeräte. Ich weiß gar nicht mehr, was für Waschbecken die mir in den Häusern haben. Das müsste der sein, ne? Dann kannst du hier den Stil ändern. Ja, ganz genau. Ganz genau. Und dann schwarzer Marmor, ja. Ah ja, es ist das Ding, was fehlt. Warum ist das so tief im Vergleich zu den anderen Sachen? Man weiß es nicht, ne? Ja, ich weiß, da sind wir noch nicht fertig mit. Schauen wir den Geschirrspüler erstmal dahin. Also da fühle ich mich jetzt richtig doof. Gab's das auch nochmal ein Hoch, oder? Ja, das gibt's hier. Auch nochmal ein Hübsch. Ja. Deutlich besser, deutlich bessere Höhe auch. So, und dann können wir nämlich den hier, das war doch das, ne? Und dann R, dann kannst du das hier kopieren. Duplizieren heißt das. Das ist nicht schlecht. Das finde ich, glaube ich, gar nicht so schlecht. Mit dem Geschirrspüler weiß ich nicht, was wir machen. Verkaufen. Ne, jetzt habe ich den dupliziert. Den verkaufen wir erstmal. Und dann... Duplizieren wir das Ding hier auch nochmal. Nee, Quatsch. Duplizieren. Weil der müsste da ja nochmal mit rein. Das ist schade. Das ist schade. Sag ich, wie es ist. Aber das könnte so grundsätzlich erstmal die Küche sein. So bis jetzt. Bis jetzt könnte das gut die Küche sein. Hier gibt es noch dieses Abtropfding. Das benutzen wir auf jeden Fall hier bei uns. Das kommt dahin. Da kann man dann seine Sachen hinstellen. Zum Abtropfen. Nice. Sehr, sehr cool. Das sollte jetzt erstmal der Anfang der Küche sein, sag ich mal. Mit Licht und allem. Ja, das wird noch schick eingerichtet, Leute. Aber es gibt einiges zu tun. Es gibt einiges zu tun. Einige Räume noch, auch was rausgekloppt werden muss. Und so weiter und so fort. Wir sind noch gar nicht ansatzweise fertig. Die Fenster machen wir doch nochmal neu. Aber ansonsten, von da, wo wir kommen, es wird besser. In diesem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns beim nächsten Part. Bis dahin, haut das mal rein.